Hallo, du sitzt gerade vor deinem 5x5 und verzweifelst? Dann lösen wir ihn gemeinsam. Voraussetzung ist beispielsweise nicht, dass du einen 4x4er schon lösen kannst, sondern dass du auf jeden Fall den 3x3er lösen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Warum? Weil wir lösen den in drei Schritten oder auf drei Etappen, wie du das auch immer nennen möchtest. Die erste Etappe ist, dass wir die ganzen Innenteile und viele von den Kanten oder alle Kanten miteinander so verbinden, dass eine sogenannte 3x3 Stage herauskommt. Das heißt, am Schluss sollte dein 5x5er dann so ähnlich aussehen wie dieser 7x7er. Und das ist ein 8x8er, ja, das ist ein 8x8er, okay. Übrigens, wenn du den 5x5er lösen kannst, kannst du auch den 7x7er lösen, den 9x9er, 11x11er und so weiter, bis hin zum 17x17er. Oder falls es noch größere gibt, könntest du die auch lösen. Dauert natürlich länger, ist klar. Okay. Also erster Schritt ist, es schaut dann nachher so aus. Zweiter Schritt ist die 3x3 Stage oder 3x3 Ebene. Da lösen wir diesen Cube, so wie wir einen 3x3er lösen. Und da könnte es, wenn du fertig bist, noch zu Situationen kommen, die vielleicht so aussehen. Oder hier siehst du sowas Ähnliches. Oder hier diese Parity-Situationen. Und die klären wir aber am Schluss. So, los geht's. Wir starten mit Weiß und du machst bei Weiß direkt einen Dreierbalken in der Mitte. Zufällig sind schon zwei beisammen und hier sehe ich einen dritten Teil und damit haben wir schon einen so einen Balken. Jetzt mache ich hier einen Balken. Hier habe ich zufällig schon zwei. Falls das bei dir nicht der Fall ist, versuchst du einfach drei Steine so zusammenzubringen, dass du einen so einen Balken zusammenbringst. Da brauchst du keine Zugfolgen, keine Algorithmen dafür. Das geht alles intuitiv. Und wenn du den Balken hast, dann schiebst du ihn hier herauf und dann hast du schon hier so einen Sechserblock. Bei größeren Cubes natürlicherweise schaust du, dass du dann halt fünf Steine oder sieben Steine und so weiter zusammenbringst, dass du hier wirklich einen Balken, eine so eine Reihe hast. Okay, wie geht's weiter? Hier unten könnten natürlich auch noch irgendwelche weißen Steine sein. Bei mir habe ich hier einen und hier einen. Die schiebe ich gleich zusammen und dann habe ich noch hier einen. Einmal diese Seite drehen und hier habe ich den nächsten und letzten Block und kann den einfach einfügen. Unser Ziel ist es, dass alle Mittelsteine so aussehen wie die hier. Okay, jetzt kannst du mal auf Pause drücken und diese weiße Fläche probieren. Ja, wir arbeiten gleich weiter auf der Unterseite. Wir starten gleich mit Gelb. Auch hier schauen wir wieder, dass wir so einen Dreierbalken zusammenbringen. Und hier hätte ich bereits hier die Möglichkeit, dass ich diesen Dreierbalken mache. Und du siehst jetzt gleich, wenn ich den hier heraufbringe, dann habe ich zwar hier einen Dreierblock, aber ich habe mir die weiße Fläche zerstört. Und das lösen wir ganz einfach hier und wieder zurückdrehen, also immer raufdrehen und dann wieder runterdrehen. So, den lassen wir jetzt mal drinnen, den holen wir uns nachher, weil dann sehen wir auch gleich, wie diese tricky Situation hier zu lösen ist. So, jetzt suche ich mir hier wieder irgendwelche gelben, hier sind keine, aber hier ist einer, hier ist gleich ein Doppelpack und dann schauen wir gleich, dass wir hier wieder Dreierpäckchen machen. Ich zeige dir nachher auch, dass es eine zweite Möglichkeit gibt, nämlich dass man auch manchmal solche Blöcke einbauen kann. Aber das interessiert uns jetzt vorerst nicht. Okay, hier habe ich den nächsten und jetzt zeige ich dir auch gleich, wie wir den hier ausbauen. Und zwar, wenn ich den Dreierblock hier einbaue, dann bleibt mir der Stein herinnen. Aber, das ist ganz rückgängig, wenn ich den Dreierblock hier einbaue, dann diese Ebene um 180 Grad drehe, dass der Stein hier ist, dann baue ich ihn, wenn ich nachher wieder zurückdrehe, aus. So, und das probieren wir jetzt sofort. Also hier einbauen, weiß muss ich ja wieder richten und den jetzt ausbauen. Und dann habe ich den hier so im mittleren Gürtel und dann kann ich hier die letzte Dreiergruppe machen. So, hier habe ich zwei und hier der dritte. So. Und auf eine ähnliche Art und Weise bauen wir auch diese Dreiergruppe hier ein. Und zwar, ich baue sie in eine bestehende Dreiergruppe ein. Die ist jetzt hinten. Drehe mir das um 180 Grad
Und wenn ich es wieder nach vorne drehe, habe ich auch diese Blocks hier. Okay, so wieder auf Pause drücken und auch diesen Teil hier machen. Wir kümmern uns sofort um diesen Mantel, um den Gürtel, wie du das auch immer nennen möchtest. Auch hier kannst du auf die gleiche Art und Weise vorgehen. Einen so einen Zweierblock machen. Und jetzt zeige ich dir eine andere Möglichkeit, egal welche Farbe übrigens. Du kannst mit Rot anfangen oder hier mit Blau, ganz egal. Ja? Okay. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Zweierblock und auch hier habe ich einen Zweierblock. Manchmal hast du Glück und hast schon einige Zweierblocks. Und dann kann ich beispielsweise einen Zweierblock mit einem Zweierblock verbinden und da schon einiges richten. Jetzt habe ich sogar sehr viel Glück gehabt und habe hier noch einen und so habe ich schon diesen Sixpack da oder diesen Sechserblock. So, und jetzt brauche ich nur mehr den Dreierblock machen und hier sehe ich hier einen und hier einen. So habe ich mir jetzt diese Seite nicht verdreht. Jetzt schiebe ich mir den hier raus und wieder zurück. Und dann siehst du, habe ich auch hier einen Dreierblock und kann den einbauen und bin mit Rot fertig. Okay, jetzt arbeitest du bitte nicht mit der gegenüberliegenden Seite, sondern du schnappst dir entweder Blau oder Grün. Hängt ganz davon ab, ob irgendwo schon recht viel beisammen ist oder ob du relativ leicht irgendwie an Steine kommst. Hier habe ich zum Beispiel einen Zweierblock und hier habe ich auch schon einen Zweierblock. Den könnte ich also relativ leicht einbauen. Und du siehst, ich baue ihn ein, drehe ihn aus der Drehebene weg und drehe das wieder zurück, um meine rote Fläche hier nicht zu zerstören. Die kann man zwar mitunter, das muss man sich ein bisschen merken, dass noch einer hinten ist, kurzfristig zerstören ist auch kein Problem. So, wie starten wir hier, wie gehen wir hier gleich weiter? Hier hätte ich wieder einen Zweierblock, der ist mir in diesem Fall sehr angenehm und praktisch. Und hier habe ich jetzt gleich den Sechserblock und so habe ich Glück, dass ich hier nur mehr diese drei Steine miteinander verbinden muss. Bei dir kann das natürlich ganz anders aussehen und dann musst du schauen, vielleicht irgendwo eine Ebene drehen, sodass die zwei dann in der gleichen Ebene liegen, sodass du hier eine Möglichkeit findest. Okay, du siehst schon, dass ich mir diesen Dreierblock jetzt ausgebaut habe. Das bedeutet, den bauen wir jetzt wieder ein und der ist hier hinten. Da zeige ich dir auch gleich eine Möglichkeit, einen Trick. Hier ist ja das rote Mittelfeld komplett fertig. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich drehe mir diese drei blauen aus der oberen Drehebene raus und fahre sozusagen hier mit diesem Waggon rüber, lade jetzt meine drei Steine ein und fahre mit diesem Waggon wieder zurück. Vorteil, das ist alles an der richtigen Stelle und das ist auch wieder komplettiert. Okay, nächste Seite, entweder orange oder grün. Und hier stellen wir uns die Seite am besten auf, dann tun wir uns ein bisschen leichter. Kannst aber auch natürlich so arbeiten. Hier habe ich auch schon relativ viel eingebaut und hier könnte ich auch sehr leicht diesen Zweierblock noch einbauen. Das heißt, so, und jetzt hätte ich schon 6. In dem Fall habe ich ganz großes Glück gehabt, weil sich dadurch zufällig die drei Steine komplettiert haben. Falls das nicht der Fall ist, das zeige ich dir natürlich jetzt auch gleich. Und so, und zwar schaffst du es oft, dass du noch zwei Steine zusammenfügst und dann bleibt noch ein Stein über, der nicht mehr reingeht. Manchmal hast du vielleicht auch zwei Steine, die du aus irgendeinem Grund nicht reinbringst, weil vielleicht einer hier ist und einer hier und sich die nicht leicht verbinden lassen. Okay, so, wir sehen uns jetzt den sogenannten Commutator Move an. Und zwar, Kommutare bedeutet ja vertauschen, kennst du vielleicht vom Kommutativgesetz oder vom Kommutator beim Elektromotor zum Beispiel. Und ich vertausche jetzt diesen grünen mit diesem orangen. Und zwar auf folgende Art und Weise. Ich bringe den hier rauf, dann rüber und dann baue ich mir den hier ein und bringe das Ganze wieder runter. So, das war ziemlich kompliziert. Also rechts rauf,
und obere Ebene drehen, links rauf, und jetzt habe ich den hier eingebaut, obere Ebene wieder zurück, rechts wieder runter, und der Stein, der vorher hinten war, wird wieder hier eingebaut. Also wenn ich die drei wieder rüberbringe und wieder runterbringe, dann ist das wieder quasi gleich. Natürlich ist das ein anderer Stein, aber ist egal, ja, er ist gelöst. Und ich habe das gelöst. So, probieren wir das Ganze gleich noch einmal. Diesen Stein mit diesem Stein hier tauschen. Und zwar drehe ich das nachher, dass das hierher kommt und vertausche ihn oder tausche ihn mit diesem Stein aus. Also jetzt die mittlere Ebene, weil jetzt liegen die beiden ja in der mittleren Ebene. Mittlere Ebene rauf, mein oranger Stein verschwindet nach hinten. Jetzt kannst du ja aussuchen nach links oder nach rechts. Ich nehme wieder links. Jetzt diesen Stein hier ersetzen durch einen orangen Stein. Oben wieder zurückdrehen. Mittlere Ebene wieder zurückdrehen. Und wenn ich die mittlere Ebene wieder zurückdrehe, dann merkst du, dass der orange Stein von vorhin wieder auftaucht. Und jetzt wieder die obere Ebene zurückdrehen und die linke Ebene zurückdrehen. Okay, also wieder Pause drücken. Das ist ein relativ schwerer Move am Anfang. Musst du dir vielleicht noch ein zweites Mal anschauen. Okay, ich habe eine große Bitte an dich. Kanal abonnieren. Dankeschön. So, jetzt haben wir alle sechs Mittelsteine fertig und wir sind mit diesem Teilbereich schon fertig. Unser nächster Teilbereich ist, dass wir uns die ganzen Kantensteine hier pairen. So, und hier könntest du irgendwo anfangen, egal, vielleicht hast du zufällig schon zwei Kantensteine, die an der richtigen Stelle sind oder gepairt sind. Und dann kannst du die gleich nehmen. Ich sehe hier beispielsweise welche und drehe mir die einfach mal rauf in die mittlere Ebene oder in den Bereich hier. Weiß lasse ich oben, gelb lasse ich unten. Und ich suche mir den dritten Stein dazu. Der ist also grün-rot und das ist eine Menge Sucharbeit, aber hier habe ich ihn. So, und wenn alle Mittelteile richtig sind, dann kannst du dir den einfach runterdrehen. Du wirst sehen nachher, das ist nicht immer so einfach. Und jetzt kann ich die drei pairen und jetzt muss ich sie wegbringen. Ich bringe sie in die oberste Ebene, muss mir aber diese Seite wieder zurückdrehen. Das heißt, ich bringe sie in die oberste Ebene und drehe sie aus dieser Ebene raus, nach vorne oder nach hinten, egal, und bringe sie diese Ebene wieder in die richtige Position und jetzt kannst du, wenn du willst, das wieder komplettieren. Mit fortgeschrittenen Skills wirst du natürlich das hier nicht mehr komplettieren, weil dadurch sparst du dir Züge. So, und jetzt suche ich mir schon die nächsten. Es ist völlig egal, welche du nimmst. Du kannst dir auch zum Beispiel angewöhnen, dass du zuerst alle blauen, alle weißen machst, dann alle gelben machst. Ganz egal. Okay, hier sehe ich jetzt nichts. Und jetzt schnappe ich mir gleich die hier, weiß-blau. Und du siehst, dass ich hier schon diese beiden jetzt gepaart habe. Und jetzt heißt es auf jeden Fall aufpassen, weil der dritte weiß-blau ist hier. Und den muss ich jetzt mal ausbauen. Ich baue den jetzt einfach mal nach unten aus. Also rausdrehen, wegdrehen und wieder zurückdrehen. Rausdrehen, wegdrehen, wieder zurückdrehen. Jetzt ist er hier. So, und jetzt wieder reindrehen, aber Achtung, natürlich nicht so reindrehen und natürlich auch nicht so reindrehen, weil dann habe ich mir ja die ausgebaut. So, das heißt, wie muss ich ihn jetzt reindrehen? Ich muss sie an diese Stelle stellen, hier. Und das mache ich, indem ich mit diesem Waggon runterfahre, alles einlade und wieder rauffahre. Und jetzt hast du den weiß-blauen hier, die weiß-blauen hier und das ist wieder richtig ausgerichtet, weil auf das musst du in diesem Schritt besonders aufpassen. So, und wenn ich das richtig ausgerichtet habe, kann ich mir die weiß-blauen jetzt nach oben bringen oder nach unten bringen. Tipp, schau, dass du dir zuerst alle vier oberen anfüllst und dann alle vier unteren anfüllst. Du kannst auch alle vier unteren und dann alle vier oberen anfüllen. So, und wie bringe ich den hier raus? Achtung, da hat es sich als geschickt erwiesen, den sofort in einen bereits gelösten raufzubringen oder zu ersetzen. Den bringe ich hier rauf. Und den muss ich ja jetzt irgendwie aus der Drehebene wieder wegbringen, weil ich muss ja die gleich nach wieder richtig ausrichten. So, und dadurch siehst du, dass du die hier gleich wieder hier an dieser Ort und, an diesen Ort und Stelle hast. Ich zeige dir nachher, wenn man es nicht macht, was passiert.
Okay, wir könnten die jetzt wieder richtig stellen. Ich mache das jetzt mal absichtlich nicht und suche, ob ich schon wieder passende Steine finde. Hier habe ich gelb-orange und hier ebenso. Und hier habe ich jetzt zwei gelb-orange Steine. Und jetzt suche ich mir den dritten, der ist ja hier. So, ausbauen. Wieder zurückdrehen. Wenn du merkst, dass das nach einem, dass du das irgendwie vergessen hast und dass das jetzt zum Beispiel so aussieht oder so irgendwas, dann sofort wieder schauen, dass du das wieder reparierst. Und möglicherweise kannst du viel von dem wiederherstellen, aber das ist halt am Anfang oft so, dass man dann eben doppelte Arbeit hat. So, und jetzt haben wir hier gelb-orange und unser letzter gelb-oranger ist hier. Und den kann ich jetzt zum Beispiel hier oder hier einbauen. Und so, ich baue ihn gleich hier ein. Achtung, hier musst du auch auf die Richtung aufpassen, weil du ihn so einsetzt, siehst du schon, dass es verkehrt ist. Weil da sieht gelb und gelb und außerdem muss der da unten sein. Aber das wird dir am Anfang ein paar Mal passieren. Das bedeutet, diesen gelb-orangen muss ich so hineinbringen. Und jetzt gelb-orange und diese beiden gelb-orangen. Und jetzt habe ich schon meinen Drilling hier wieder. So, jetzt zeige ich dir, wie es falsch ist, wenn du beispielsweise den hier heraufbringst und du vertauschst ihn mit diesen, dann hast du ein bereits gelöstes Triple wieder da unten. Das wäre also nicht sinnvoll. Du kannst ihn natürlich schon mit dem hier tauschen, aber gewöhne dir vielleicht einfach an, dass du sagst, ich schiebe ihn gleich auf ein gelöstes Triple drauf. Und dann kannst du ein ungelöstes auswählen, das wieder runterfahren soll und das gelöste Triple, was kurz hinten war, ist hier wieder richtig und oben sozusagen in Sicherheit. So, wir gehen gleich wieder rund um den Würfel und schauen, ob wir irgendwas finden, das passend ist. Hier, rot und blau. Und die müssen natürlich richtig ausgerichtet sein, sonst funktioniert es nicht, wenn rot und blau und rot ist, funktioniert es nicht. So, und damit gehen wir schon auf die Suche nach unserem dritten. Hier ist er schon, in dem Fall auch wieder Pech gehabt und der ist schon eingebaut. Könnte natürlich auch sein, dass der unten ist. So, wieder ausbauen und jetzt andersrum einbauen. So, habe ich ihn richtig eingebaut? Nö, ich habe ihn falsch eingebaut. Auch das kommt vor. So, passt. Und jetzt sollte das Ganze problemfrei funktionieren und ich habe hier rot-blau. Ich ersetze ihn mit dem, baue den hier aus, bringe den hier runter und schaue, ob ich schon wieder irgendwo was peren kann. Falls du, oh, haben wir Glück gehabt, grün-orange. Grün-orange, ich suche den nächsten grün-orangen. Der ist hier unten nicht. Wo ist er denn? Hier, wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Okay, also wieder Pech gehabt, auch wieder ausbauen. Und andersrum einbauen. Das kann sein, dass sich das eine Zeit lang nervt. Und mit der Zeit wirst du merken, dass du relativ schnell wirst bei diesem Schritt. So, oben habe ich bereits vier. Das heißt, den baue ich unten ein. Zur besseren Übersicht drehe ich mir überhaupt den Würfel um, weil dann sehe ich hier gleich, was schon fertig ist und was nicht. Und du hast gemerkt, das wird mit der Zeit relativ schnell rauf aus der Drehebene und wieder runter. Du kannst das natürlich auch mit der rechten Hand machen. Ich bin Linkshänder, darum mache ich es immer links. Gell? So, da passt. Wir suchen gleich wieder, ob irgendwas wieder leicht zu peren ist. Vielleicht siehst du etwas. Ich habe hier etwas gesehen. Weiß-orange und weiß-orange. So, und den dritten weiß-orangen, den habe ich hier mal heroben. So, ich muss ihn also sozusagen hierher bringen, aber das kann ich natürlich nicht machen. Das heißt, ich muss den hier raufbringen und jetzt kann ich ihn runterbringen, sonst passen meine Mittelteile nicht mehr. Und ebenfalls schon gepaart. Und du siehst, ich könnte ihn jetzt zum Beispiel hier raufbringen, aber jetzt mache ich es mal mit der rechten Hand und baue hier wieder ungelöste ein und wieder runter damit. Okay, zwei Möglichkeiten haben wir noch, wie wir hier Steine an die richtige Stelle stellen können. Grün-gelb leider nicht. Und weiß und rot, weiß und rot, weiß und rot. Und hier ist der nächste weiß-rote. Und damit haben wir schon wieder einen Drilling. So, passt.
was ergibt sich? Orange und Blau, du siehst, man muss ein bisschen schauen und dann finden sich meistens irgendwelche, die schon passen. In diesem Fall haben wir Glück gehabt, nämlich der dritte ist auch richtig ausgerichtet. So, und jetzt diesen auch noch rauf und ersetzen mit diesem hier. Und jetzt haben wir bereits 8 von unseren 12 Kanten gelöst. Die 4 sind hier oben oder herunten in dem Fall. Und die 4 hier heroben. So, und jetzt kommen wir sozusagen zum nächsten Teilschritt. Jetzt heißt es, die ganzen Mittelsteine ausrichten. Sollten wieder alle passen. Falls du jetzt das Problem siehst, dass hier irgendwo etwas, ein roter hier ist und ein anderer roter hier ist, dann hast du ein bisschen die Krise und ein paar Minuten deines Lebens verloren. Aber was macht man nicht alles, um einen 5x5er zu lösen? So, jetzt brauchen wir eine Zugfolge, einen Trick, um die restlichen Steinchen hier an Ort und Stelle zu bringen oder zu paaren. So, wir halten jetzt immer Ausschau nach Mittelsteinen, die wir mit Randsteinen paaren können. In dem Fall passen mir die zwei gleich sehr gut, und zwar gelb-rot und rot-gelb. Ich sage das absichtlich so, weil diese beiden müssen hier in die gleiche Richtung schauen. Das heißt, die gleiche Farbe muss zu dir schauen. Und dann passt das ganz gut. Wir werden jetzt Folgendes machen. Also kurzer Überblick. Wir werden diese beiden Steine hier tauschen mit einer Zugfolge. Dann ist er hier herunten. Und dann dreht sich das Ganze natürlich auch etwas um. Und dann wirst du merken, dass wir den hier einbauen können. Davor brauchen wir einen Move. Wir müssen den hier als Waggon verwenden. Da wird wir die hier tauschen können und den einladen können. Hier haben wir jetzt gleich Glück gehabt, weil die beiden jetzt in die richtige Richtung ste stehen, aber ob uns das nachher auch noch was bringt, ist fraglich. So, jetzt aufpassen die Zugfolge. Und zwar, ich fahre rauf, dann fahre ich mit der anderen Seite rauf, dann parke ich um, dann parke ich hier in den Keller und stelle den richtig und den richtig. So. War wieder kompliziert, aber wir machen das gemeinsam. Achtung! Den Stein immer im Auge behalten. Links raufdrehen und rechts raufdrehen. Also ich sage jetzt links und rechts, weil ich den immer mit der Kante nach vorne halte. Natürlich ist das vorne und das rechts, gell? Okay, so, wir fangen nochmal an. So, dieser Stein und jetzt hier raufdrehen und rechts raufdrehen. Jetzt mit dem hier so rückwärts einpacken. Und runter in den Keller, also Doppelmove. Okay? So, jetzt die wieder richtig stellen und die wieder richtig stellen. Und da siehst du schon, die blauen, die müssen sich so ausrichten. So, und jetzt kann ich blau wieder mit blau verbinden. Und das Ziel ist ja, dass ich gelb-rot mit gelb-rot verbinde. Das ist ziemlich aufwendig und ich habe jetzt aber diese zwei Steine gepaart. Jetzt suche ich mir den dritten davon und der ist gleich hier. Aber hier bringt er uns leider nichts. Wir müssen ihn so verschieben, dass uns gelb und gelb ansieht. Das heißt, ich drehe mir diese Ebene um 180 Grad. Jetzt ist hier mein gelb-roter, ich sehe gelb. Hier sind zwei gelb-rote, ich sehe gelb, dann passt es. Und ich verwende diesen Stein hier als Waggon, bringe ihn hier herüber. Also diesen Stein als Waggon, in dem Fall zweimal drehen. So, und jetzt haben wir hier wieder unsere Parksituation. Also, rauf, den im Auge behalten, rauf, umparken, jetzt ist er hier, jetzt in den Keller runter und den richtig stellen und den richtig stellen. So, und jetzt siehst du schon, dass alles wieder passt, aber natürlich das noch nicht. Und den wollten wir ja hier einbauen. Und jetzt sind wir mit einer so einer Dreiergruppe fertig. Das müssen wir jetzt noch dreimal machen. In unserem Fall haben wir unheimliches Glück gehabt und brauchen es nur mehr zweimal machen, weil sich das zufällig komplettiert hat. Okay, hier haben wir aber auch schon Glück, gelb-grün. Das heißt, wir suchen nur noch unseren dritten gelb-grünen und der ist hier und der muss uns natürlich auch gelb ansehen. Das heißt, hier ist der gelb-grüne, hier und hier sind die beiden gelb-grünen und jetzt machen wir schon wieder das Gleiche. Also mit dem Waggon hier rüberfahren. Und jetzt unseren Tauschmove, rauf, rauf, umpacken, Keller, zurückstellen, zurückstellen. Also so schwierig ist die eigentlich gar nicht, ne? Und jetzt wieder mit dem Zurückfahren und du siehst, dann hat sich hier wieder alles komplettiert und wir haben den auch fertig.
So, und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass alle Kanten passen. Also alle 12 Kanten passen. Es könnte sein, dass bei dir das dann so aussieht, dass also zwei Steine nicht passen. Das lösen wir ganz am Schluss. Auch bei 7x7 und 9x9 kann das passieren. Es kann auch passieren, dass du hier zwei Verkehrte drinnen hast, also insgesamt vier Verkehrte drinnen hast. So, jetzt bist du in der 3x3-Stufe. Das bedeutet, hier haben wir ein rotes Mittelstück, hier haben wir ein blaues Mittelstück, oben ist weiß und so weiter. Okay, kurzer Ausflug übrigens zum 4x4 und 6x6, der ist etwas schwerer, weil hier hast du ja immer diese Mittelstücke wie beim 3x3er. Also bei allen Ungeraden, 3x3, 5x5, 7x7, hast du ja immer Mittelstücke. Beim 4x4 gibt es kein Mittelstück. Das heißt, welche Farbe ist jetzt hier oder hier? Du kannst es nicht mehr sagen. Und dementsprechend ist es natürlich bei 4x4er und 6x6er, 8x8er schwieriger als beim 5x5er, den zu lösen. Da brauchst du noch einen Move dann extra, weil es noch einen Parity-Move gibt. So, zurück zu dem. Du bist also bei der 3x3-Stage. Die brauche ich jetzt nicht erklären, weil einen 3x3er kannst du ja lösen. Ich fange hier Anfängermethode an und mache blau-weiß, grün-weiß, rot-weiß und orange. Du kannst jetzt einfach nebenbei mitarbeiten und kannst den 3x3er lösen. Okay. Eine Bitte, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. So, also ich mache jetzt wirklich Anfängermethode und schauen wir mal. Ja, wobei, da würde sich dieses Pärchen anbieten. Und hier würde sich dieses Pärchen anbieten. Also, aber du schaust gar nicht auf mich, sondern du machst deinen eigenen. Genau. So. So kann man natürlich auch einen Blödsinn machen, gell? So, grün, orange und da schauen wir, dass der wieder passt. So. Genau, ein Plätzchen, genau. So, da. Gut, und jetzt schon letzte Ebene. Auch die kannst du einfach machen, wie du sie immer machst. Gelbes Kreuz wahrscheinlich und gelbe Ecken und Ecken ausrichten. Egal welchen Algorithmus du hierfür nutzt, du kannst das alles genauso lösen. Wie du es normal löst. Und ja, jetzt bist du schon fast fertig. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch die Situation, dass wir diese Parity hier lösen. Und das habe ich dir an diesem Würfel vorbereitet. Okay, eins habe ich dir vergessen zum Sagen. Falls du so eine Situation hast, dann passt du beim Einbauen von dieser Kante darauf auf, dass du immer auf den Mittelstein schaust. Und zwar nicht auf die äußeren, sondern wirklich auf diesen Mittelstein. Das heißt, hier ist rot und hier ist blau, auch wenn die beiden verkehrt sind. Das heißt, würdest du ihn so einbauen, wäre er jetzt verkehrt drinnen. Jetzt wäre er verkehrt drinnen. Du schaust also wirklich auf diesen Stein hier. Das bedeutet, du musst natürlich hier schauen, dass hier rot ist und dann
den Stein entsprechend einbauen. So, und jetzt kommt noch ein relativ schwieriger und langwieriger Algorithmus, aber ich habe ihn mir mit einer Geschichte gemerkt. Und zwar, wir fahren mit diesem Stein hier rundherum und ziehen irgendwelche Federn auf und hüpfen dann mit dem Trampolin. Oder manchmal sage ich, wir öffnen uns ein Tor und ziehen gemeinsam oder ziehen gleichzeitig die Feder auf. Schauen wir uns das mal an. Also, du schaust auf diesen Stein hier. Er wird jetzt gleich hinten verschwinden mit einem Doppelmove, aber wieder auftauchen, indem du die Rückseite drehst. So, und jetzt lassen wir die Oberseite 180 Grad rotieren. Und jetzt beginnen wir mit unserem ersten Tor. Wir öffnen unser Tor und ziehen dabei gleichzeitig eine Feder auf, machen wieder den 180 Grad Move. Das war nur ein 90 Grad Move. Achtung, nur einmal drehen. So, jetzt öffnen wir unser zweites Tor, dass der dann durchgehen kann, und ziehen gleichzeitig eine Feder auf. Und der geht wieder durch, macht wieder eine 180 Grad Drehung. Und jetzt springt die Feder wieder zu und er kann sozusagen mit dem Trampolin hier nach hinten hüpfen. Achtung, wieder eine Einfachdrehung. Jetzt wieder eine Zweifachdrehung mit der oberen Ebene und eine Zweifachdrehung mit der vorderen Ebene. Und jetzt sozusagen springt er noch einmal mit dem Trampolin. Wir haben ja vorher hier die Feder aufgezogen und das jetzt umgedreht. Apropos umdrehen, das drehst du jetzt noch einmal um vorne. Und jetzt kannst du das hier komplettieren. Und jetzt bist du eigentlich schon fertig. Jetzt die hintere Ebene. Und dadurch hast du deinen Würfel gelöst. Ja, also wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Und was kann ich dir noch sagen? Der hier wäre ein Budget Magnetic, der ist ganz gut, gefällt mir ganz gut, MGC, also relativ günstig und sehr gute Magnete, finde ich, leicht zu drehen und super zum super Handling. Was gibt es noch? Wenn dir das gefällt, dann gibt es den auch vielleicht in solcher Art und Weise. Mir gefällt es nicht ganz so, weil man die Farben eher schlechter sieht, weil ja überall diese Sticker hier drauf sind. Und dann gibt es natürlich auch noch lustige andere Möglichkeiten, wie dieser Stein, wie dieser 5x5er aussehen kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, viel Spaß beim Cuben!